So, und jetzt sind wir wieder TKKG, alle zusammen. Ist Gegen das? 22.30 Uhr treffen unsere TKKG-Freunde mit Herrn Sauerlich und Kommissar Glockner auf dem Burghof ein. Das ist doch Tom. Genau, aber wer steht da neben ihm? Ulrike aus der 10B. Ich fass es nicht. Ja, seit ich Ulrike kennengelernt habe, bin ich wie ein neuer Mensch. Ja, es hat sofort gefunkt. Oh, Ulrike. Was klingt? Da wünschen wir euch alles Gute. Aber jetzt entschuldigt uns, denn wir sind dem Sauerlich-Erpresser auf der Spur. Alles klar, dann verschwinden wir jetzt. 100.000 Mark. Hoffentlich machen wir hier keinen Fehler. Herr Sauerlich, machen Sie sich keine Sorgen. Mehr als 90% aller Erpresser werden bei der Geldübergabe gestellt. Sollen wir den Eimer runterlassen? Ruhig, Oskar. Okay, Willi. Okay, dann lassen wir den Eimer runter. Hunderttausend Mark. Die Menschheit wird es Ihnen danken. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Mein Geld. Wie konnte das passieren? Keiner fasst den Zettel an. Ich sage nur Fingerabdrücke. Da haben wir wohl einiges übersehen. Das passiert uns aber nicht noch einmal. Was? Leider ist der Presse entkommen. Hä? Gegen 22.30 Uhr treffen unsere TKKG-Freunde mit Herrn Sauerlich und Kommissar Glockner auf dem Burghof ein. Sollen wir den Eimer runterlassen? Ruhig, Oskar. Okay, Willi. Okay, dann lassen wir mal einmal runter. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir weg. Können wir hier irgendwo hin? Okay. Gegen 22.30 Uhr treffen unsere TKKG-Freunde mit Herrn Sauerlich und Kommissar Glockner auf dem Burghof ein. Hä? Noch einmal. Hä? Lass mal den Eimer runter. Okay, aber jetzt fangen wir es, oder? Also ich kann hier zurückgehen, ich kann... Oh! What's that? Ein Geheimgang. Den benutzt der Erpresser bestimmt. Los, kommt. Lasst uns keine Zeit verlieren. TKKG, los geht's. Ich habe den Burgenführer dabei. Das ist prima, Karl. Dann werden wir den Täter bestimmt mal tarnen. Mal gucken, ey. Runter. Scary. Scary. Es ist ja total finster. Gut, dass ich meine Taschenlampe dabei habe. Gut, dass du deine Taschenlampe dabei hast. Ey, stimmt, Mann. Das Geld ist weg. Das Geld ist weg. Los, los, los! Oh, guck mal, wir haben da unsere Karte. Diese Karte, die wir gefunden haben. Okay, gut. Das heißt, da gehen wir lang. Dann gehen wir da lang. Und da müssen wir hier die Tür öffnen. Schon wieder eine Tür. Okay. Es ist eisig hier unten. Hier, nimm meinen Pullover. Oh. Danke, Tim. Da können wir nicht lang. Dann müssen wir jetzt da lang. Okay, und dann... Okay, gut. Okay. War das eine Ratte? Nein. Quatsch, Löschen, das war eine Fledermaus. Runter, da lang, da lang, da lang. Okay. Da lang. Da gehen wir geradeaus durch und dann
ganz unten. Geht da rein und dann nach rechts. Da geradeaus durch. Dieses Labyrinth ist sehr verwirrend. Ah, warte mal, jetzt ist die Tür geöffnet. Dann gehen wir jetzt da lang und dann versuchen wir mal. Können wir dann da lang gehen? Und los, beeilen! Sind draußen! Hier geht's! Yes! Ja! Ja? Sie sind bang, verhaftet! Bang. Tot! Verhaftet? Wieso? Auf welcher Grundlage? Sie haben Geld im Bett. Ich verhafte Sie wegen versuchten Mordes und räuberischer Erpressung. Versuchter Mord? Ha! Dass ich nicht lache! Was ist schon ein kleines, verfressenes Eichhörnchen gegen das jahrtausendealte Wissen der Menschheit? Tag für Tag zerstört der teuflische Käfer ein Stück mehr von unserer Kultur. Er vernichtet ganze Bibliotheken, er frisst sich durch die Balken von Kirchen und Schlössern. Alles geht zugrunde. Und es gibt immer noch kein Mittel gegen ihn. Nur ich allein kann die Menschheit vor ihrem Verfall bewahren. Hä? Ich werde das Mittel gegen den Käfer erfinden. Nur dafür habe ich mir das Geld besorgt. Für die Wissenschaft. Zur Rettung der Menschheit. Frau Clover. Ja. Ja. Ich glaube, Sie werden jetzt sehr viel Zeit und Ruhe haben. Bitte kommen Sie. Ja. 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 Ja, ich komme. Ein Glück, dass der Spuk jetzt endlich vorbei ist. Ich fand es unheimlich, was Nina Clover gesagt hat, als mein Vater sie festgenommen hat. Oh, sie klang ein bisschen verrückt. So gefährlich kann der Bücherwurm doch auch nicht sein. Ja, die Liebe zur Wissenschaft wurde hier offensichtlich zur Wahnvorstellung. Ich könnte mir vorstellen, dass Frau Dr. Clover ein paar Jahre in einer Nervenheilanstalt verbringen muss. Eigentlich schade. Ich meine, sie ist bestimmt eine tolle Forscherin. Das mag ja alles sein, aber der Zweck heiligt nicht die Mittel. Käferforschung darf niemals Menschenleben in Gefahr bringen. Na, ich bin euch auf jeden Fall wirklich dankbar, dass ihr meinem Vater so toll geholfen habt. Yay! Aber Klößchen, das ist doch selbstverständlich. Wir sind doch TKG. Oh, wir sind froh, dass wir helfen konnten. Eis! Ein Hoch auf TKKG. Yay! Ich will auch eins. Super! Grazie mille! Grazie mille! Spitze! Lecker! Schokolade! Meine Lieblingssorte! Yay! Und das war's dann wohl mit TKKG 2 Tödliche Schokolade. Tödlich. Dabei ist nur einer gestorben. Der arme Fred. Fred, geht hoch, Gruß, geht raus. Jetzt haben wir den zweiten Teil durchgespielt. Es war wieder mal sehr anstrengend, Dick. Es war wieder mal sehr anstrengend, vor allem bei der Suche nach jedem scheiß kleinen Hinweis. Ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe, aber ich habe es hingekriegt. Sorry. Und ja, gut, jetzt schwarzer Bildschirm. Es geht einfach raus nach den Credits. Wie war dieser Teil? Er war schon ein bisschen unterhaltsamer. Es gab mehr Rätsel zu lösen, statt nur die ganze Zeit zu reden. Wir gucken einfach mal, wie es weitergeht, ne? In der nächsten Folge TKKG Nummer 3. Ich weiß gar nicht, wie der Titel heißt. Muss ich mal gucken. Und dann spielen wir den. Bis wir sie alle durch haben. Macht's gut, Leute. Vielleicht bin ich dann auch nicht mehr krank. Bleibt fresh und gesund. Euer French Flakes hier. Ciao.